Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine, denn es ist inzwischen schon die 6. Nacht in Folge gewesen, dass die russische Hauptstadt mit Drohnen angegriffen wurde. Dabei wurde ein Hochhaus beschädigt, das sich noch im Bau befinden soll. Auch die Flughäfen in und um Moskau stellten kurzzeitig ihren Betrieb ein. Und während die deutsche Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ukrainischen Drohnenangriffen auf Russland von internationalem Recht gedeckt sieht, äußert man sich in Washington deutlich kritischer. Weder würden die USA zu solchen Aktionen ermutigen, noch sie ermöglichen. Perdita Heise mit dem aktuellen Kriegsüberblick. Wieder rauben Drohnenangriffe den Menschen in Moskau den Schlaf. In den sozialen Netzwerken posten sie Aufnahmen der Nacht. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die Luftabwehr 3 Drohnen über der Hauptstadtregion abgewehrt. 2 wurden demnach westlich des Stadtzentrums abgeschossen, bei der 3. sei das Steuerungssystem gestört und der Flugroboter so zum Absturz gebracht worden. Augenzeugen berichten von einer Explosion in einem Büro- und Geschäftsviertel. Kurz darauf steigt Rauch auf. Offenbar haben Trümmer einer Drohne ein Gebäude im Zentrum von Moskau leicht beschädigt, wie es heißt. Ein Hochhaus, das nach offiziellen Angaben noch im Bau befindlich war. Opfer gab es dabei nach offiziellen Angaben nicht. Aus Sicherheitsgründen wurde der Flugbetrieb, wie schon in den vergangenen Tagen, an mehreren Moskauer Flughäfen vorübergehend ausgesetzt. Fast täglich meldet Russland inzwischen Drohnenangriffe auf seine Hauptstadt. Schäden richten sie offenbar kaum an, verunsichern aber die russische Bevölkerung. Die ukrainische Regierung hält sich bislang bedeckt, ob es sich dabei um ukrainische Angriffe handelt. Bundesaußenministerin Baerbock hält die mutmaßlichen Angriffe für legitim. Russland hat die Ukraine angegriffen. Deswegen hat die Ukraine ein verbrieftes Recht in der UN-Charta, ihr Land, seine Menschen selbst zu verteidigen. Und die Ukraine verteidigt sich im Rahmen des internationalen Rechts. Die USA dagegen unterstützen oder ermöglichen keine Angriffe innerhalb Russlands, heißt es aus dem US-Außenministerium. Es sei aber Sache der Ukrainer, wie sie sich gegen die russische Invasion verteidigen wollen. Russland könne den Krieg jederzeit beenden, indem es sich aus der Ukraine zurückziehe. Unterdessen visieren die mutmaßlich ukrainischen Angriffe auch militärische Ziele in Russland an. Diese Fotos sollen einen russischen Bomber in Nowgorod zeigen, der auf dem dortigen Luftwaffenstützpunkt zerstört wurde. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.